Das wäre nicht so cool gewesen. Ich bin ja nicht erwischt, ich werde wahnsinnig. Da sind sie dann zwar auch immer dieselben, aber ist ja egal, ne? Aber guck mal, jetzt haben wir gleich schon Profi. Bams! So muss das sein. Und 30 Treffer für krank, das schaffen wir doch. Hallo? Und haben wir mich auch noch erwischt. Schaffen wir doch locker. Ja, schön. Also prügeln kann ich offensichtlich. Das sind wahrscheinlich meine Tekken-Erfahrungen. Hilfe. Ist so gut, dass ich dann immer wieder aufgeladen werde von der Zeit her. Oh, fuck. Das war jetzt ungünstig. So. Ne, dran vorbeigedüst. Nehmen wir uns den da mal vor, den da vorne. Oh, Bums. Drei Stück nur noch. Ich schlag einfach mal ein bisschen. Ha! Hab ich noch erwischt. Geil. Obwohl ich ihn gar nicht gesehen habe. So muss er sein. Und du bist der Letzte. Schön mit perfektem Timing. Und mit Boost. So muss das sein. Das war doch mal in Ordnung. Warum sind nicht alle so die Ziele? Mach das ultimative Skate-Team-Video. Wie gebe ich dir denn das Skate-Launch, um dein Team-Video zu machen? Was? Nein. Ich muss noch Leute beeindrucken. Ich... Nee. Nee. 100.000 Dollar habe ich einfach mal bekommen. Warum? Ist krank. Ist krank. Aber die anderen darf ich trotzdem jetzt noch, oder? Ja, darf ich noch. Okay. Hab schon gedacht. Das wäre nämlich uncool, wenn ich das nicht machen dürfte. So. Aber wen hätte ich mir dann überhaupt ausgewählt? Ich glaube, die Wahl wäre schon eigentlich fast so richtig gewesen. Wollten den Malen auf jeden Fall Mike V. Und ich denke mal, ich hätte Bam genommen. Ja. Egal. Aber das denn war. Der hat mir das Checken beigebracht. Deswegen hat er auch Sympathiepunkte. Das ist eine der wenigen Sachen, die ich hier bei Tony Hawk offensichtlich kann. So. Okay, gut. Dann schauen wir doch mal. Meine Ziele. Vielleicht haben wir hier auch noch irgendwas in der Nähe. Na, sieht nicht so aus, ne? Testfilm-Challenge ist okay. Nee. Haben wir leider nicht, ey. Okay. Dann gehen wir zu Stevie Williams. Ah, der will bestimmt, dass ich sein Manual naile. Mit dem Foto und... Vielleicht muss ich auch einfach nur einmal kurz den nailen und fertig. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Das war jetzt das Stevie, ne? Ich sag mal, nee, The Grab, da mache ich mir gar nicht so die Sorgen drum. Und dann mit dem Manual, das ist so... Und Twig ist auch so... Oh, krieg ich grad Schluck auf? Das wäre echt uncool, wäre eine Aufnahme. Ja, ich bekomm Schluck auf, super. Scheiße. So, schauen wir nochmal. Wo ist er denn? Es regnet ein bisschen. Hi. Komm. Der Eindruck ist Stevie. Ja, komm, ab dafür. Wow, hier gibt es nirgends Manual Pads. Die Leute hier grinden wohl lieber. Gut, dass meine Jungs mir diese tragbaren Teile gebaut haben. Dann reizt du diese Pads mal etwas aus. Zeig mal deine ganzen Skills. Ich habe gerade nur mal einen Schluck Kaffee getrunken. Okay, mach die geforderten Kombos, mach die verlangten Kombos und schaff an jedem Pad mindestens 50.000 Punkte. Mach die verlangten Kombos. What the fuck? Flip rein, Manual rüber, flip raus. Okay, im Nähe der Manual an die andere Seite und im Nähe der Trick runter. Okay, ja, okay. Okay, ja. Was mache ich denn hier gerade, du Affenarsch? Sag mal. Ah, ja, ist okay. Ich hab kein Manual gemacht, okay. Aber einen Trick rein muss ich nicht, oder? Ja, komm, Baby.
Was verstehe. Das verstehe ich nicht. Ne, der Trick auf die Menüplattform? Also doch, okay. So. Und. So. Zack. Stehen. Oh, der war doch nice, oder? Jetzt geht's die Treppe rauf. Flip in Manual über den ersten Teil, flip up zum zweiten Manual rüber und dann flip out. Das ist eigentlich ganz geil. Also die Aufgabe finde ich doch ganz cool. Also solange es jetzt hier keine Punkte und sowas gäbe, ne? So. Zum Manual. Mal nosigen, genau. So, und. Hilfe. Ja, ja. Komm, Baby, komm, Baby, komm, Baby, komm, Baby, komm, Baby. Und so. Ja. Schlampig war der jetzt nicht. Die letzte Manual-Plattform hat drei Ebenen. Nail den Trick in die erste Ebene hinein. Mach ein Nail-Manual über das Pad und benutze Nail the Trick, um in die zweite Ebene zu erreichen. Okay. Nail den Manual über die zweite Ebene, dann mach ein Nail the Trick auf die dritte Ebene. Nail den Manual über die dritte Ebene, mach dann ein Nail the Trick vom Ende runter. Ist okay. Ich denke mal, ich könnte eigentlich auch wahrscheinlich... Ups. Ich könnte höchstwahrscheinlich auch einen Grab machen, aber... das lasse ich... Nein! Ich habe keinen Trick gemacht. Deine Mutter hat keinen Trick gemacht. Ja, das war, da habe ich zu früh losgelassen. Das war mein Fehler. So. Ja, machen wir es normal. Okay, und... Scheiße! Ah, hat nicht funktioniert. Okay, ist egal. Zu früh gedrückt, ist in Ordnung. Wie hoch ich fliege einfach, ne? Machen wir so einen normalen. Da kriege ich wenigstens irgendwie einen perfekten Olli hin. So, machen wir mal einen Double Flip, würde ich sagen. Nice. So, perfekt. Also im Endeffekt brauchen wir eigentlich nur drei Teilnehmer in unserem Team. Oder Mitglieder in unserem Team. Aber, mein Gott, jetzt haben wir schon mal den vierten. Das war ja auch okay. Das ging vollkommen klar. Kein Problem. Ups. So, dann haben wir, glaube ich, hier den Artosari, der ist hier noch irgendwo in der Gegend, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, der Arto ist nämlich hier und der Bob ist da. Fahren wir erstmal zum Bob. Der will näher The Grab haben. Eigentlich ist doch schon relativ fix, ne, wenn ich sich das mal so angucke, weil ich habe im Moment schon 4 von 9 habe ich schon fertig, ja. In 42 Minuten und Mike V hat allein schon 20 Minuten gedauert, bis ich das geschafft habe. Aber mit den Bowls, das, ja. Das ist ähnlich anstrengend, glaube ich. Das vom Lance dann, aber egal. Dieser Park ist leer, Mann. Denk nur an die Möglichkeiten. Hier gibt's viele Möglichkeiten für Transitions. Zeig mir, was du mit Grabs und Fingerflips alles kannst. Sei so kreativ wie möglich und geh an deine Grenzen. Mal sehen, was dir einfällt. Halt nach diesen Hawkman-Sprungsammelobjekten Ausschau. Wenn du diese dir schnappst, verlängert sich deine Session-Zeit. Kombiniere aber so viele Punkte wie möglich. Nur deine Nail the Grab Tricks zählen zu deiner Gesamtpunktzahl hinzu. Ja, das ist uncool. Das ist wirklich uncool. Was? Erreiche insgesamt den Nail the Grab, sondern nur du kannst. Was? Den du kannst. Nur Nail the Grab wird gezählt. What the fuck? Okay. Also keine Punkte. Das ist das, was mich halt immer so ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Aber okay. Ich könnte mich jetzt auch noch Buddy spinnen, aber ich werde. Das verwirrt mich, glaube ich, zu sehr. Und meine Finger auch. Alter. Nee, das lassen wir mal schön sein, Alter. Okay. Ja, die 100.000, das sieht, glaube ich, ganz gut aus, oder? Das schaffen wir.
So, wie gesagt, ich könnte mich jetzt hier noch Bodyspin und Fingerflips machen, aber da bin ich komplett mit überfordert, wenn ich das tun würde. Ach, okay, schade. Also das ist gelogen. Ne? Hier mit den Punkten da oben, dass das keine Punkte geben soll, das glaube ich nicht, weil ich habe ja jetzt gleich die 100.000 voll schon. Das habe ich ja noch nie gesehen. War das 200.000 nicht für Amateur brauchte, oder ich weiß es jetzt nicht mehr. Interessant ist, dass ich 3,3 Punkte bekommen habe. 3,3 Multiplikator. Nein! Kurz gucken. 100.000 Punkte, okay. Das Amateur müsste ich jetzt eigentlich schon haben, ne? Wir ziehen es mal trotzdem bis zum Ende durch. Weil wenn wir dann die 200.000, die sollten wir dann auch... Ach, verflucht, ja, ich hab... Manchmal macht der einen Fingerflip, wenn er keinen machen soll. Ah, ne, The Grab ist eigentlich schon ganz geil. Und das kann man auch meistern. Aber dafür bin ich zu alt. Weil, pass auf, jetzt kann ich nämlich noch drehen. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt landen muss. Hat funktioniert, okay. Aber hat auch nicht viel mehr Punkte gebracht, ne? Kann ich lieber den hier machen. Ein bisschen schön hier abwechselnd. Aber ich glaube, das... Ich weiß es nicht. Habe ich die Punkte jetzt da oben, die da stehen, oder... Jedes Mal steht da irgendwie keine Punkte. Autsch. Ja, okay, das ist in Ordnung, weil da habe ich verloren. Klar. Autsch. So, wie viel brauche ich für Profi? Punkte, ja, okay, das steht da ja immer. Oh, ich habe Angst, ey, boah. Dafür brauchst du 500.000. Ja, okay, die werde ich jetzt nicht erreichen. Zeiterweiterung, 5 Sekunden. Nein, wollte ich nicht. Ich habe immerhin jetzt ein Hawkman-Symbol gemacht. Kann ich Lauf beenden? Lauf beenden. Ja. Erfolg! Kreativ und hast tolle Skills. Ich wäre echt gerne in deinem Team. Ja, siehste, guck mal. Der hat auch Bock, aber die 500.000 Punkte, die hätte ich nicht mehr erreicht. Die kann man auf jeden Fall erreichen, wenn man es kann. Ich aber nicht, weil ich es nicht kann. Um es mal so auszudrücken. Schön, ja. Geil, hätten wir die Karriere-Junkies fast schon jetzt alle durch. Fehlt jetzt noch der Arthur Sari. Oh, du nicht, transfer. So. Oh, ich freue mich heute so auf Salami. Auf Lasagne, nicht auf Salami. So, ich hab da richtig Bock drauf. Ja, schön, wir fahren direkt schon drauf zu. Und so wie es aussieht, haben wir jetzt hier aber auch noch ein Hardcore-Ziel. Also offensichtlich habe ich gedacht, dass ich drauf zufahren würde, aber irgendwie auch nicht. Mein Team. Arthur, da. Genau, nein. Lenz ist da unten, okay, der hat mich verwirrt. So, bitteschön. Dankeschön. Für die Navigation. Das ist ein richtiges, useliges Wetter hier bei Tony Hafk. Hi. Wow, sieh dir mal all diese Touristen an. Nail in ihrer Nähe einen Trick und ich wette, du wirst gefilmt. Tauch in so vielen Urlaubsvideos anderer Leute wie möglich auf. Vertrau mir, sowas leben sie. Davon werden sie echt ausflippen. Ausflippen? Wegen Nether Trick und so? Zeig den Touristen Nether Trick, damit sie ein paar schöne Urlaubsvideos haben. Ich beeindrucke 5 Touristengruppen in einer Kombo. Hast du Lack gesoffen, sag mal? 5000 Punkte, okay, das sollte ich, denke ich, mal hinbekommen. Lande den Trick. Oh, zack! Tada! So schnell kann es gehen. Wo sind die nächsten? Ah, okay. Alles klar. Ja, sofort. Man sieht sich. Was? Wie viel wolltest du denn haben? 5000 Punkte. Ja, doch. Okay.
Shit. Okay, oder vielleicht müssen wir es einfach aus dem Stand machen. So, zack. Und... Fuck! Na los, komm klar auf dein Leben. Wo möchtest du filmen, hm? Vielleicht muss man sich aus dem Bereich dann erstmal wieder rausbewegen. So, genau. So. So und so. Ja, das Board hing scheiße. Du weißt jetzt gerade nicht, was mit meinem Bein passiert, um ehrlich zu sein. Hallo? Ich hab, das waren 18.000 Punkte, du Arschkeks. Was willst du von mir? Sag mal. Ich kann nicht wahr sein. Das hat nicht ganz gereicht, okay. Das sehe ich ein. Das sehe ich auch ein. Alter, ich kriege zu viel. Kann nicht sein. So. So. Und... Wieso? Das verstehe ich wirklich nicht. Weil man kann ja auch mit den Trucks nach oben, also hier mit den Achsen gelötet, kann man den ja auch treten, ne? Und manchmal klappt es und manchmal nicht. Ich verstehe noch nicht so genau, wo ich mein Problem liegt, um ehrlich zu sein. Ich wünschte, ich wüsste es, aber... Okay, das war der Boden jetzt mein Problem. Das ist vollkommen in Ordnung. So, und... So, guck mal, geht doch! Was war das? Die Touristen sind nicht beeindruckt. Deine Mutter ist nicht beeindruckt. Alter. Ja, das Board fliegt irgendwie dann immer so kacke durch die Gegend. Ich verstehe es nicht.